Hey Leute, etwa 100 Tage habe ich mich nicht mehr auf meinem Free-to-Play-Account eingeloggt, um zu schauen, was passiert. Und heute ist es soweit. Wir sind drin und werden schauen, was genau wir bekommen werden. Denn wie ihr wisst, kriegt man inzwischen auch in Clash Royale, vielleicht wisst ihr es auch nicht, wenn man inaktiv war, Belohnung. Sowas gibt es auch schon in Clash of Clans. Da gibt es ein Auto-Upgrade-Feature. Das heißt, das Dorf wird so automatisch geupgradet. Und in Clash Royale gibt es das eben auch, aber mit einer etwas anderen Belohnung, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Wir gehen in den Shop und wir haben einfach mal eine gratis Megablitz-Truhe. Das bedeutet, das ist nochmal krasser als die letzte Belohnung. Dort hatten wir eine legendäre Königstruhe bekommen. Jetzt eine Megablitz-Truhe. Das heißt, es ist wie eine Supermagie-Truhe, wer die noch von früher kennt. Die größte Truhe im Spiel, nur dass ihr selber noch die Karten wegblitzen könnt. Das bedeutet für die heutige Folge, wollen wir im besten Fall Level 41 erreichen und damit eben ja auch wieder natürlich eine ganze Menge an Level-Truhen bekommen und zum ersten Mal hier die 6000 Trophäen Arena 17 erreichen und damit eben die Queen oder den großen Gräber ziehen. Das heißt, aktuell haben wir auf dem kompletten Account, ich muss kurz zeigen, wir haben nur einen einzigen Champion und zwar den Goldenen Ritter, den haben wir in der letzten Folge erst gezogen als allerersten Champion und wir können jetzt eben, ja, dann hoffentlich auch noch weitere Champions ziehen. Ich würde mir natürlich vor allem den großen Gräber wünschen, aktuell wahrscheinlich die stärkste Karte im Spiel nach den Balance-Änderungen und damit hätte ich gesagt, ja, wir legen los, euch immer viel Spaß und es wird eine sehr, sehr geile Folge werden und was wir als allererstes machen, wir gehen hoch, oder? Sekunde mal, wir können hier doch easy upgraden, ja? So, im Pass können wir noch 1000 Gold abholen. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, warum wir auch hier so viel haben auf meinem alten Free-to-Play. Also warum wir die Sachen nicht schon früher genutzt haben, das ist ja absolut krank. Wir können zum allerersten Mal den Friedhof Free-to-Play auf Level 14 bringen. Hä? Wieso haben wir das nicht schon längst gemacht? Keine Ahnung, vielleicht habe ich die... Ich habe auch so viele Sachen. Ich keine Ahnung, warum ich so viel übrig habe, aber das ist geil. Wir haben zum ersten... Ich muss kurz mal screenshotten. Wir haben zum ersten Mal den Friedhof maxed. Voll? Wieso haben wir das nicht schon längst gemacht? Ich weiß es nicht, egal. Babydrache auch. 100.000 Gold. Das sind auch total offensichtliche Upgrades. Wieso habe ich die nicht schon längst gemacht? Ich weiß es nicht. Frost auch. Level 13. Und Barbarenfass vor allem auch noch Level 14. Und ihr seht auch, das Deck ist echt ziemlich genial. Das wird auch, glaube ich, genauso gespielt, ne? Und wir sind jetzt schon Level 41. Okay, das ist krank. Okay, lass mal so sagen, wir heben uns die Truhe, würde ich sagen, für den Schluss auf. Komm. 8 legendäre Joker wird noch für den Eismagier reichen, wobei der Inferno-Drache fast richtiger wäre. Okay, komm, wir kriegen jetzt erst nur den Eismagier hin. Dann passt es schon. 100.000 Gold nochmal. Und damit haben wir dieses Deck. Was ist denn das für ein Fortschritt gerade? Wieso habe ich das nicht schon längst gemacht? Ich weiß es nicht, aber es ist geil. Wir haben fast ein komplettes Deck Max und gehen damit rein. Auf Rekordjagd. So, Runde Nummer 1. Wir müssen eigentlich, was heißt eigentlich nur, aber wir müssen 4-mal in Folge gewinnen. Oder 5-mal sogar? Ich glaube 5-mal. 5-mal müssen wir gewinnen. Und dann hätten wir den Rekord. Also auf geht's. Euch viel Spaß wie immer. Und wir sind halt nur Level 13. Und ihr seht jetzt schon, die Gegner sind halt, wie soll ich sagen, echt eklig. Auf der Trophäenhöhe, muss man halt so hart sagen. Aber mal schauen, was drin ist. Was wir jetzt machen werden, wir warten ab, bis der ganze Krams hier reinläuft. Oh Gott. Ja, und dann wollte ich eigentlich sagen, und dann frosten wir. Das Problem ist, ich habe zu früh gefrostet, aber egal. Übrigens noch ein Nado, aber ich weiß, ich spiele gerade dumm, aber egal. Ja, es war schlecht gespielt. Erste Defense passt, aber da habe ich eine Menge falsch gemacht. Da haben wir es. Ich will jetzt nämlich nicht rumheulen, aber wir hatten gerade echt einen miesen Cycle. Wir hatten weder Inferno-Drache noch Friedhof im Cycle. Das heißt, wir konnten ja auch gerade halt nicht reingehen, um ihn irgendwie zu punishen. Aber jetzt hatten wir es. Und das bedeutet, ihr seht es hier schon, ja, 1-0. Genauso muss es laufen. Und was wir jetzt hier ganz wichtig machen, wir setzen hier einen Inferno-Drache nach außen. Wenn er einen Nado hat, können wir frosten. Er kann eigentlich nichts machen. So, mal schauen. Poison, das Verzweiflung. Ja, okay, perfekt war nicht platziert, aber ist in Ordnung, ihr seht es hier. Das ist halt genau das, was ich meine. Sehr schöne Defense, 1-0 stehen wir und eigentlich haben wir das erste Match so gut wie gewonnen, würde ich behaupten. Mal schauen. Hunter trifft vielleicht mal den Turm mit. Ja, passt, ist in Ordnung. Okay, Doppel-Elixier-Phase. Das Game ist noch nicht entschieden, ne? 1000 HP ist auf jeden Fall machbar für den Gegner. Wir haben jetzt hier einen Bowler nach hinten gebracht. Mein Plan ist eigentlich relativ simpel. Gehen wir auf 1-0? Nee, ganz ehrlich, wir gehen nicht auf 1-0. Wir gehen hier mit dem Friedhof rein. Sieht es vielleicht dumm aus, aber ist eigentlich ziemlich smart, weil wir haben doch noch einiges am Start und können jetzt halt hier einen sehr, sehr guten Frost bringen. Und jetzt haben wir, glaube ich, wirklich gewonnen. Ja, jetzt haben wir wirklich gewonnen. Okay, er spielt noch Elixier, Golem. Willst du mich komplett verarschen? Das ist einfach leider. Also, das kann mir doch keiner erzählen, dass er noch ein Elixier... Wieso hat er noch... Das ist nicht sein Ernst, ne? Das kann halt echt nicht sein Ernst sein, aber es ist halt... Oh mein Gott. Okay, machen den Play hier. Ihr kennt es. Frosten das Ganze. Und damit haben wir... Jetzt haben wir wirklich... Was ist das?
Du hast 29 Trophäen, wir kriegen auch eine Goldtruhe, ziemlich geil eigentlich. Und sind schon mal, okay, wir sind bei 5900, also noch vier Games. Ey, wir haben tatsächlich einige Truhenschlüssel. Warum sollten wir die eigentlich nicht nutzen? Hier, zack, direkt 3 Goldtruhen. Warum eigentlich nicht, ne, wenn irgendwas rauskommt? Ja, okay, schade, ist jetzt nichts, aber das Geile ist halt eher, dass wir jetzt hier neue Truhen kriegen. Oh Gott, wir haben 81 Masteries noch nicht abgeholt. Bin ich komplett bescheuert? Oh Gott. Eigentlich muss ich das jetzt abholen, aber wenn ich das abhole, dann sitze ich da bestimmt noch 2 Tage dran. Das ist ja, also ich kann mal kurz rechnen. Also das Geile ist halt, wir haben hier jede Mastery so Level 1 und ich hab die warum auch immer nicht abgeholt. Ist eigentlich sau wichtig, Free-to-Play. Und das sind halt 81.000 Gold und wir können ja noch viel mehr sammeln in Zukunft, also... Ja, ich mache mal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder und ich schau mal, wie viel ich davon eingesammelt habe. Aber ich glaube, alle mache ich jetzt nicht. Hallo, ich hatte vor 2 Stunden bei Ihnen bestellt und wollte mal fragen, wie es deswegen aussieht. Ja, da lief irgendwas falsch bei denen. Okay, Zwischenstand. Ich bin seit 5 Minuten dabei, Masteries abzuholen. Ich könnte echt... keine Ahnung. Warum hat man nicht einfach einen Button, dass man die gleichzeitig alle abholen kann? Aber ich denke mir halt, komm... Dann habe ich sie halt mal abgeholt. So, 10 Minuten Masteries abholen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. 81.000 Gold. Und wir haben halt auch die nächsten Masteries jetzt freigeschaltet. Aber, ja, egal. Jetzt kann es wieder weitergehen. Also, die letzten 4 Siege für die ersten 6.000 Trophäen. Zumindest natürlich das erste Mal Arena 17. Wir wurden nämlich runtergestuft mit den ganzen Updates und so weiter. Und da waren wir noch nie drin in der Arena. Der Gegner spielt leider einen Magier. Problem ist, ich habe jetzt nicht direkt genug Elixier, um jetzt hier irgendwas zu spielen. Ich glaube, der Babytreff wird leider sterben, oder? Wenn wir noch Frosten rechtzeitig? Komm, bitte. Oh mein Gott, let's go. Wichtig. Wenn jetzt noch irgendwie der Bowler die Hälfte hier wegmachen könnte. Ja, oh mein Gott. Es ist nicht alles dead, aber boah, es war schon sehr, sehr gut für uns. 1000 Schaden Vorsprung. Sehr gut. Okay, wir sind gleich in der Doppel-Elixier-Phase. Gegner spielt Mega-Ritter. Was leider gerade auch nicht den besten Cycle gehabt. Naja, keine Inferno-Tache auch mehr im Cycle. Müssen wir erstmal abwarten. Also ich sehe mich eigentlich gleich beim fetten Tornado, muss ich ehrlich sagen. Machen wir, glaube ich, auch. Am besten so, würde ich sagen. Sollte auch der Magier easy sterben mit einem Barbarenfass nochmal. Ja, das passt. So. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ja, ich doch einen Eismagier auf Safe bringe. Der Dumme, wir müssen es eigentlich frosten, auch wenn es weh tut, aber der nervt mich viel zu sehr. Da muss ich ehrlich sagen. Und der nervt mich auch weiterhin. Wenn er halt Level 14 wäre, allerdings, wäre es halt auch besser gewesen, ne? Das gibt's nicht. Sieht der uns gerade? Weil eigentlich, wenn wir es beim Barbarenfass und Nado bringen, müsste es hoffentlich einigermaßen funktionieren. Plus noch ein Eismagier am besten drauf. Boah, bitte. Jetzt muss der Flächenschaden ein bisschen reincarryen gerade. Wir frosten mal hier auf ganz safe. Wir brauchen auf jeden Fall einen Frost. Oh mein Gott, der da drin. Okay, ey, Defense schwierig. Wir hatten halt keinen Inferno-Drachen. Wir liegen leicht hinten, aber wir sind halt auch Level 13. Also das heißt, wir hatten auch weniger Leben am Anfang auf dem Turm. Ja, Gegner bringt einen sehr, sehr starken Feuerball leider. Aber der Magier geht down. Abwarten. Okay, der Bowler ist auf dem Feld. Wie heißt denn der Typ? Der Mega-Ritter. Der will da jumpen, was geht. Der Bowler muss es hier den Dartgoblin mit. Sehr gutes Placement auch. Der Megatar ist nicht dran. Okay, alles im Griff. Alles im Griff. So, was wir jetzt machen. Jetzt ein Eismagier zum Tanken davor. Der war smart, denke ich, weil jetzt der Bowler mindestens 2 Hits raushauen kann, oder? Nee, der war doch nicht smart. Der war doch nicht so smart. Oder? Nee. Oh, okay, er war doch smart. Alles gut, okay. So, was wir nämlich jetzt machen können, ist reingehen. Wir warten jetzt kurz ab. Da bringt er jetzt einen richtig dummen Feuerball. Und jetzt geht's los. Friedhof rein, Frost bereit. Und das sollte es normalerweise gewesen sein. Nee, schlechter Frost von mir nochmal. Tornado muss auf jeden Fall kommen jetzt. Oh, es ist, glaube ich, GG trotzdem, oder? Der ist dran. Und damit gewinnen wir das nächste Match. 3 Siege noch für die ersten 6000 Trophäen. Der Gegner ist Level 12. Das ist gefühlt der allererste Gegner, der unterlevelt ist und nicht überlevelt. Spielt aber leider auch Lockbait. Also, ja, es wird schwierig werden. Okay, er spielt Wächter. Mhm. Okay, interessant. Wir wären jetzt auch schon mal draußen. Prinzessin wäre ja eigentlich auch draußen, also theoretisch. Wir müssen eigentlich erstmal den King Tower, würde ich sagen, anmachen. Ja, komm, verkackt, super. Hätte ich überlassen sollen. Ja, okay, perfekt. Okay, ich hoffe, er bringt keinen Inferno vom Kacke. Okay, hat er gut gemacht. Er bringt eigentlich eine Valkyrie, das ist noch besser für uns, hä? Warum das denn? Das ist übertrieben gut. Das heißt, wir können jetzt hier mal Barbarenfass entspannt draufbringen. Und klar, die Valkyrie ist jetzt dran, aber dafür haben wir halt den Turm, dachte ich mir halt. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall wert. Jetzt können wir einfach einen Eismagier bringen. Doppel-Elixier-Phase und eigentlich haben wir jetzt gewonnen. Und den King können wir auch noch aktivieren, also... Ja, besser geht's halt eigentlich echt nicht mehr. Er lacht und wir gewinnen das zweite Match. Nee, das dritte Match. 2 Games, dann haben wir die 6000. Okay, wieder Lockbait. Oh Gott. Also ja...
ja, jetzt wird's ein bisschen übertrieben, sag ich ehrlich. Sympathischer Raketen-Cycle-Spieler. Problem ist, er trifft nicht. Er schreit schon ein gutes Spiel. Er denkt sich auch so seinen Teil. Er denkt, er wird verkackt jetzt. Gibt er jetzt auf? Okay, er bringt noch einen Inferno-Turm. Soll er machen? Trotzdem werden die gut tanken erstmal. So. Posten wir direkt. Und der Inferno-Turm ist dran. Ja, das war's. Ha! Okay, das heißt, mal schauen, ob auch was passiert. Aber ansonsten sehen wir uns gleich schon im entscheidenden Match für 6000 Trophäen. Damit 5986 Trophäen. Wir gehen rein in das entscheidende Spiel. Wir sind drin, Level 13 schon mal. Nicht Level 14, finde ich immer gut. Mal schauen. Ich will halt vor allem einfach nur den großen Gräber freischalten, wenn ich ehrlich bin, weil die Karte aktuell halt wirklich die stärkste ist. Und was macht er da? Feuerwerkerin, okay. Wird er die jetzt beschützen? Komm, wir gehen schon mal drauf einfach hier. So, zack. Machen jetzt einen schönen Nado und kriegen keinen Hit normalerweise. Genau, wunderbar. King ist an. Er spielt Hawk mit... Oh Gott, oh, so einer ist das also. Aha. Aha. Aber schöner Bowler eigentlich, oder? Der trifft auch noch den Henker hier so ein bisschen mit. Ja, wunderschöner Henker. Sehr, Bowler. Ja, wunderbar auf jeden Fall. Wie auch immer. Wir warten kurz ab. Ich würde gerne, dass der Friedhof für den Eismagier tankt, dass der noch ein bisschen den Turm slowen kann. Perfekt, sehr gut, genau. Und ja, das war es auch eigentlich wieder, oder? Das haben wir, glaube ich. Der war halt viel zu offensiv mit dem Barbaren. Ja, der fällt. Der Wutzauber Todesschaden vom Bowler. Ey, also das ist natürlich jetzt ein Scam wieder gewesen. Durch diese Balance-Änderung macht jetzt der Wutzauber Schaden. Und dadurch ist der Turm jetzt nicht gefallen. Aber egal, wir schauen nochmal hier rein. Baba, 1, 2. Ja gut, so geht's auch. 1-0. Es kam gerade in der Sekunde ein Packer rein. Das kann sogar echt nochmal kritisch werden. Wobei, aber ich sollte ihn eigentlich schon gedefft bekommen. Wir schauen, wir bringen nochmal Bahnfass. Er hat einen Iwis. Er hat noch einen Zap. Nein, komm, ich will keinen Hit kriegen. Komm. Ach, schade. Naja, egal. Ja, der arme Packer. Das tut einem echt schon fast leid. Und damit haben wir die 6000 Trophäen erreicht. Schönes Spiel. Und wir kommen zum Opening. Let's go. 6000 Trophäen. Wir öffnen als erstes mal die Truhe. Also, was haben wir? 3000 Gold. Gems, Joker und so weiter. Ich will eigentlich halt vor allem die Legendäre, wenn ich ehrlich bin. Ne? Mal schauen. Kriegen wir eine? Ich meine, einen Champion. Egal, okay. Ich will, wie gesagt, eigentlich einen Champion. Und zwar den großen Gräber. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen den jetzt auch. Oh, wir haben schon wieder Masteries. Nee, ich habe gerade ohne. Ich habe gerade 10 Minuten Masteries abgeholt. Jetzt reicht's aber langsam, ne? Also wirklich, ne? Irgendwo. Na egal, okay. Wir kommen zu gratis Mega Blitz Tour jetzt. Erstmal geil und auch danke an Supercell, dass wir sowas machen. Nochmal wie immer, auch gerne. Was ist das denn? Na gut, wir sind halt free to play. Bringt ja nichts. 70 Euro für zwei Dings. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, gerne Creator Code Jonas im Shop eintragen. So, nochmal die Münzen abholen und damit kommen wir. Wo ist es denn? Da. Gratis Mega Blitz Tour. 1000 Karten enthält die in Arena 18. Haben die nochmal eine Arena größer gemacht jetzt sogar? Arena 18, Arena 17 bin ich doch sogar. Okay, keine Ahnung, gerne. 1000 Karten, 200 seltene, 33 epische und wir gehen rein. Wir haben schon mal einen legendären Joker. 9 Blitzschläge? Ist das schon immer so gewesen? Ich weiß es nicht. Okay. Schon ewig keine Truhe mehr geöffnet von der Größe. Okay. 110 Lakaien zuerst. 5 Sachen kommen noch. Ich hoffe einfach, dass wir einen Champion kriegen. Der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Wobei, ich will auch eine gute Legendäre. 662 Bogenschützen. Boah. Bogenschützen nicht so gut. 15 mal Grabstein, das ist weniger wert als 662 Bogenschützen. Mehr wert, okay. 107 Achter Musketieren ist perfekt. Okay, jetzt. Allen, ach, komm. Was soll ich sagen? Giant Skeleton weg. Koboldriese. Boss ist ganz geil. Kenkar auch nice. Ach komm, Leute. Danke fürs Zuschauen. War trotzdem eine geile Folge. 6000. Leider kein Champion, aber das war auf jeden Fall die Belohnung. Wenn 100 Tage nicht aktiv in Clash Royale war. Haut rein. Ciao.